Servus und grüß Gott. Ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen zur ersten Unterrheiner Livestream-Show. Ich stehe jetzt da im Studio 1. Wir haben auch ein Studio 2, da wo ihr dann unsere Nachrichtensprecherinnen sehen werdet. Mit unserer Livestream-Sendung sind wir sicher wieder Trendsetter in der kompletten Land- und Forstmaschinenbranche. Jetzt wollen wir euch einfach 35 Minuten unterhalten, wollen euch die neuesten Infos aus unserem Haus geben. Ich habe ein Interview mit der Freya von Rade, der Messeleiterin der Agritechnica. Ein Gewinnspiel haben wir auch noch dabei, wo ihr wirklich ein paar tolle Preise gewinnen könnt. Aber jetzt ganz am Anfang will ich euch gerne mal ein Video zeigen über unsere Firma. Wir haben ein Image-Video gemacht und ich bitte jetzt die Regie, dieses Video einzuspielen. Die Firma Unterrheiner sind ein Großhandel von Forstgeräten mit Sitz im schönen Niederbayern. Nun sehen Sie, wie ein Tag in unserem Betrieb abläuft. Schon früh am Morgen begeben sich unsere fleißigen Fahrer auf die Straßen Europas. Das motivierte Unterrheiner-Team startet in einen neuen Arbeitstag. In unserer Montagehalle kümmern sich unsere Mechaniker um technische Anliegen und um die Fertigstellung unserer Rückewägen. In gemeinsamen Gesprächen verwirklichen wir immer neue Ideen und Konzepte, um einen perfekten Betriebsablauf zu gewährleisten und immer noch bessere Wege zu gehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Kann mir einer helfen? Ja, ich hätte Interesse an einem Sägespalter. Ich hole einen kleinen Verkäufer. Steht da? Alfons, ich hätte einen Interessenten für einen Sägespaltautomaten da. Ja, ich komme sofort. Ich glaube, wenn ich aufmache, dann bleibt die ganze Maschine stehen.
Die großzügige Ausstellungshalle ermöglicht uns eine perfekte Kundenberatung. Unser technischer Kundenservice betreut Sie telefonisch sowie auch persönlich. Das 1500 Quadratmeter große, aus Holz erbaute Forstkompetenzzentrum bietet großzügige, helle Büroarbeitsplätze auf modernstem Stand. Im offenen, hellen Foyer fühlt sich jeder gleich auf Anhieb wohl. Das Unterrheiner-Team bildet sich ständig fort. Auch wir schulen unsere Kunden im richtigen Umgang mit unseren Maschinen. Gerd Unterrheiner mit Familie und seinem dynamischen Team freut sich auch auf Ihren Besuch. Ja, ich bin mir sicher, unser neuer Image-Videofilm hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin nämlich wirklich begeistert gewesen, wie wir den das erste Mal fertig gezeigt haben. Ein Dankeschön an der Stelle an unsere Steffi Garhammer, die war der Ton. Also seht, welche schöne Stimmen wir bei uns im Betrieb haben. Ja, jetzt geht's aber gleich weiter. Ich schalte ins Nachrichtenstudio. Da sitzt unser Gabi Watzinger, die genauso nervös ist wie ich oder wir alle. Und die hat jetzt den ersten Block mit den Unterrheiner News. Servus beieinander. Ein neuer Gesamtkatalog mit unseren Produkten geht im Juli in Druck und ist dann ab 1. September gültig. Natürlich wird es auch einige Neuheiten geben. Ganz neu im Programm haben wir jetzt einen hydraulischen Antrieb für die 4,5 Tonnen Taifun-Seilwinde. Nähere Infos erhalten Sie in der Verkaufsabteilung. In Kürze eröffnen wir einen Online-Shop für Pfannerware. Es würde uns freuen, wenn Sie den Webshop nutzen würden. Auf unserer Homepage www.unterrheiner.eu finden Sie ständig die neuesten Informationen über unser Unternehmen. Auch interessante Videos von Maschinen und Veranstaltungen sind online zu finden. Im letzten Jahr wurden wir Best Business Award Sieger. Das neue Konzept dieser Auszeichnung wird am 15. Mai bei uns im Betrieb vorgestellt. Dazu bekommen wir Besuch vom BBA-Präsidenten Rudi Fellner und dem ehemaligen Wirtschaftsminister Dr. Otto Wiesheu. Besuchen Sie uns auf Facebook, werden Sie Fan, so bleiben Sie stets auf dem Laufenden. Gabi, das hast du perfekt gemacht. Wirklich besser kann man das nicht machen. Ja, ihr wisst ja, dass das heute unsere erste Livestream-Sendung ist, aber wir haben da natürlich eine Generalprobe gemacht. Und die Generalprobe haben wir gemacht bei unserer Spalter-Night. Weil wir machen immer wieder so Themenabende. Der letzte war, wie gesagt, die Spalter-Night. Und da haben wir ein paar Minuten mitgeschnitten und das wollten wir euch jetzt einfach einmal zeigen, welch tolles Ambiente bei unseren Nights bei uns am Gelände in Buch in der Gemeinde Julbach ist. Bitte den Abspieler einzuschalten. Ich gehe jetzt einfach mit der Kamera oder die Kamera mit mir und dann schauen wir mal, was da los ist. Ich sehe jetzt gerade neben mir ist die Steffi. Die Steffi ist bei uns zuständig für Pfanner. Sie macht es auch sehr gut. Sie kleidete gerade einen jungen Mann ein. Den frage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, brauchst nicht nervös sein. Wer bist du? Ich bin der Corbinian. Und wo kommst du her, Corbinian? Aus Landshut. Aus Landshut, also Landshut, denke ich, wissen wir ja alle, aber für den Robert in Paris, Landshut ist in Niederbayern. Mir gefällt es, dass du die komplette Pfannerkleidung anhast. Warum hast du die an? Ja, ich arbeite gerne im Wald und da will ich sicher ausgerüstet sein. Ist natürlich ganz toll. Corbinian, wie alt bist du? Ich bin 15. Mit 15 Jahren legt er auch Wert auf die Sicherheit. Ich weiß also auch, sein Vater, seine Mutter, alle sind ausgerüstet mit der Pfanner Schnittschutzkleidung, Schuhe, Hose, dem Protoss-Helm. Finde ich ganz, ganz, ganz toll, dass ihr so viel Wert auf Sicherheit legt. Ja, die Kamera schwenkt gerade über das 20.000 Quadratmeter große Gelände. Hier sieht man gerade wieder den liegenden Spalter, der am Frontlader angebaut ist, damit man großes Holz
einfach klein machen kann. Einer unserer Mitarbeiter, der zeigt es jetzt gerade, wie das geht. Er fährt hin und ist total einfach. Man spaltet das Holz und man braucht kein schweres, großes Holz heben. Ist natürlich auch sehr sicher, weil der Bediener dieses Holzspalters, der sitzt in der Schlepperkabine und damit kann ihm nichts passieren. Und so schnell geht es und der Stamm ist klein gemacht. Und jetzt geht es weiter mit dem 16-Tonnen-Spalter, wo der Sebastian das nochmal ein bisschen kleiner macht, damit es in der Trommelsäge schön Platz hat. Wie gesagt, man sieht schön, mit der linken Hand hält er das Holz. Ja, das Holz ist klein gemacht und jetzt geht es in unsere neue Trommelsäge. Die Trommelsäge war eine Idee von uns. Die Trommelsäge wird jetzt von AMR für uns gefertigt. Die Trommelsäge ist extrem sicher und auf die Trommelsäge gibt es auch einige Patente. AMR von Gesenblitz, wie gesagt, produziert die und wir vertreiben die in Deutschland. Ist sicher wieder eine Innovation, die wir zusammen mit AMR auf den Markt gebracht haben, die auch euch allen was hilft, weil es Arbeiten schnell und vor allem sehr, sehr sicher geht. Was man auch hier jetzt schön sehen kann. Selbstverständlich ist unsere neue Trommelsäge von der Berufsgenossenschaft GS geprüft. Ein großer Vorteil ist, dass man die Spaltlänge verstellen kann. Die kann man so verstellen, dass man kein Werkzeug benötigt. Und das ist einmalig und das ist auch patentiert. Hinten ist ein 4 Meter Förderband, das geschnittene, ofenfertige Holz abfördert. Man sieht, unser Gebäude ist wieder schön beleuchtet, auch im Hintergrund der Schnee beleuchtet. Also wir haben ganz tolle Atmosphäre hier bei uns im wunderschönen Inntal, hier in Buch in der Gemeinde Julbach. Was mich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr, die jetzt live dabei sind, wenn ihr mir oder dem Walter Hering ein Feedback geben würdet, wie kommt diese Sendung bei euch an? Ja, deswegen zum Schluss, wie kommt diese Sendung an? Weil ich es gesagt habe vorher, das war unsere Generalprobe. Bei der Generalprobe waren nur 50 Leute dabei und da haben wir wirklich positive Resonanz bekommen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen jetzt das mit den Livestream-Sendungen und gehen einen komplett neuen Weg, den in unserer Branche noch keiner gegangen ist. Ja, jetzt schalten wir, denke ich, wieder mal ins Nachrichtenstudio. Da sitzt meine Frau, die Manuela, die bei uns im Betrieb zuständig ist für alle Personalsachen, aber auch natürlich Geschäftsführerin ist mit mir. Und darum bitte ich jetzt die Manuela, die Personality vorzutragen. Grüß Gott zusammen. Verena Vorauer, die bereits bei uns gelernt hat, wird ab dem 15. Juni für ein Jahr nach Australien gehen. Wir möchten Sie dabei unterstützen und werden Sie nach der Auszeit wieder bei uns beschäftigen. Sandra Neubauer wird heuer im Juni die Ausbildung zur Bürokauffrau abschließen. Wir werden sie anstellen und sie wird die Aufgaben von Verena Vorauer übernehmen. Max Trindorfer arbeitet seit 6 Monaten in unserer Technikabteilung und steht den Kunden für Fragen in diesem Bereich zur Verfügung. Auch in der Werkstatt haben wir aufgerüstet. Sebastian Meyer und Sepp Bruckmeier verstärken unser Team. Wir bilden regelmäßig im Bereich Büro aus. Ab September 2013 können wir den Ausbildungsplatz mit Christina Weber besetzen. Ja, danke Manuela, hast du gut gemacht. Bei mir ist jetzt eine junge, hübsche Dame. Das ist die Freya von Rade. Ich habe es schon kurz erwähnt vorher. Die Freya von Rade ist die Messeleiterin der Agritechnica in Hannover. Freya, an dich mal ein herzliches Dankeschön, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und ins schöne Bayern gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, herzukommen. Gern geschehen. Ich denke, wir starten gleich. Also die Ausrichter der Agritechnica ist ja die DLG.
Also ich weiß natürlich, was die DLG ist, aber ich denke, dass einige von unseren Zusehern nicht wissen, was die DLG ist. Und darum bitte ich dich, das einfach mal kurz zu erklären, was hinter der DLG steckt. Ja, das mache ich gerne. Die DLG ist die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. Wir sind die Spitzenorganisation in der Agrar- und Ernährungsbranche und haben mit fast 25.000 Mitgliedern eine Riesengruppe und ein Riesennetzwerk in der Landwirtschaft. Und wir machen nicht nur Ausstellungen, wie du gerade gesagt hast, die Agritechniker, sondern wir testen auch Betriebsmittel, Lebensmittel und Technik. Und wir haben ein Riesennetzwerk, mit dem wir wissenschaftliche Fragen in Ausschüssen oder Arbeitskreisen stellen und zum Beispiel auch in der Akademie Seminare machen. Also ein ganz breites Spektrum, ein Riesennetzwerk, was die DLG dort hat. Und die Agritechniker, wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich eine bekannte große Ausstellung, wo sich dort im November wieder das ganze Netzwerk in Hannover trifft. Ich denke, es ist verständlich, dass man jetzt weiß, was ist die DLG. Aber wir wollen natürlich ja auf die Agritechniker gehen. Genau. Die Agritechniker ist ja die Leitmesse, die wichtigste Messe. Ich könnte jetzt sagen, die beste Messe ist es für uns auch. Ob es für jeden so ist, weiß ich nicht. Wie sieht es für die Agritechniker 2013 aus? Anmeldestand, was gibt es zu sagen über die Agritechniker? Ja, es gibt viel zu berichten. Wir haben im November wieder eine riesen Agritechniker vor uns mit einer Menge an Innovationen, die gezeigt wird. Wir haben wieder 24 Hallen, die belegt werden in Hannover mit fast 2700 Ausstellern. Bis jetzt sind alle Aussteller angemeldet. Wir haben viele Aussteller schon platzieren können. Das ist das, was wir jetzt im April gerade organisatorisch abwickeln müssen. Und dann im Sommer erfolgen viele nächste Schritte, um dann das große Highlight im November auch perfekt vorbereitet zu haben. Und wir erwarten wieder über 419.000 Besucher. Davon waren 97.000 aus dem Ausland. Also das auch ein Riesenanteil, den wir wieder erwarten in Hannover auf dem Messegelände. Du hast gerade gesagt, 24 Hallen sind belegt. Ich kenne jetzt das Messegelände nicht so genau oder weiß nicht, wie viele Hallen in Hannover sind, aber ich denke, das Messegelände ist voll. Genau, das Messegelände ist voll belegt. Dort werden alle Innovationen aus der Landtechnik präsentiert, also von der Saat bis über die Lagerung, Ernte, all das, was die Schritte in der Landwirtschaft sozusagen sind. Und dort ist natürlich auch eine Halle rund um das Thema Forsttechnik, Kommunaltechnik und Landschaftspflege. Und bestimmt sind schon alle ganz gespannt, welche Halle das sein wird. Das ist in diesem Jahr die Halle 26. Bin ich natürlich jetzt glücklich über diese Aussage, weil wir beide hatten ja auch bei der letzten Agritechniker, ich sage es jetzt mal, kleine Differenzen, wo ich mich bei dir beschwert habe. Der eine ist in der Halle, der andere in der. Also dass das einfach nicht geht, dass die Forsttechnik getrennt ist. Also deiner Aussage nach zufolge sind wir wieder alle in einer Halle. Genau, alle sind in einer Halle. Das nennen wir Fachgruppenkonzept. Das heißt, wir platzieren alle Aussteller, die zu einer Gruppe gehören, in einer Halle. Das hat den Riesenvorteil, dass wenn Sie als Besucher kommen oder auch andere sich auf dem Messegelände orientieren wollen, dass man sofort weiß, in welcher Halle welche Schwerpunkte sind. Ich nagel dich jetzt gleich fest. Ich habe auch richtig gehört, die Halle 26. Genau, Halle 26, die kennt man in Hannover besonders gut. Das ist die schöne Halle mit dem geschwungenen Dach, wo oben die Sonne reinscheint. Genau diese Halle wollten wir ja, das weißt du auch. Und da sind wir natürlich dankbar. Ich denke, alle Forstleute, nicht nur ich, dass wir in diese Halle wieder dürfen. Genau. Danke von meiner Seite jetzt gleich mal. Das freut uns. Gibt es sonst noch irgendwas zu Agritechniker? Sind irgendwelche Highlights noch zusätzlich geplant? Ja, es sind viele Highlights geplant. Auch zielgruppenspezifisch sind diese Highlights auf dem Gelände verteilt. Wir haben ein großes Angebot für zum Beispiel für den ganzen Handel, Landmaschinenhandel. Dort gibt es ein internationales Händlerzentrum. Wir haben viele Aktivitäten für den Nachwuchs mit einem Campus oder einer Werkstatt live. Und wir haben auch einige Aktivitäten im Forstbereich mit einem Beratungsstand für forstliche Fragen und natürlich auch einem Forum, wo jeden Tag Kurzvorträge aus der Forsttechnik abgehalten werden. Ja, es hört sich gut an. Ich denke, alle müssen auf die Agritechniker, weil es ja wirklich die Leitmesse ist. Wie ist dein Team? Planst und machst du das jetzt alleine? Weil für mich ist stellvertretend für die Agritechniker die Freier von Rade. Aber ich denke, hinter dir steht noch ein sehr gutes Team. Wie groß ist das Team? Ja, wir sind im Kern wirklich nur zwei Personen. Das ist meine Kollegin Veronika Hase und ich.
Und wir werden dann aber, je näher die Agritechniker kommt, natürlich von vielen Kollegen im Haus unterstützt, die in dem Zwischenjahr auch andere Messen oder Ausstellungen von uns betreuen. Das heißt, je näher die Agritechniker kommt, umso mehr brauchen wir natürlich auch die Unterstützung von Kollegen aus dem technischen Bereich zum Beispiel oder aus einem organisatorischen Bereich, um all die Schritte abzuwickeln, was es heißt, so eine große Agritechniker zu organisieren. Und wenn man mal daran denkt, wie kommt man auf den Parkplatz und wie kriegt man sein Ticket, wenn man rein möchte, oder findet man vielleicht auch irgendwo ein Special oder ein Fachprogramm, was wir eben schon besprochen haben, das wird natürlich alles organisiert von Kollegen von uns. Und wir sind dann ein Team von circa 30 Leuten, die die Agritechniker jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vorbereiten. Und wenn es dann auf der Agritechniker dazu kommt, dass wir auch zum Beispiel fachliche Themen-Highlights setzen, dann sind natürlich auch viele aus dem Ehrenamt eingebunden, die zu dem großen Netzwerk der DLG gehören. Ja, ich denke, muss man auch ein Kompliment machen, weil das wirklich immer hervorragend funktioniert. Anfahrtswege, die Organisation, das wo wirklich gut ist, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da sehr kritisch bin, aber das funktioniert genauso wie auf fast allen anderen Messen, das muss man auch dazu sagen. Wie sieht jetzt ein Tag einer Messeleiterin aus? Ich sage, bist du nur unterwegs zum Interview geben oder im Filmstudios, oder wie sieht ein normaler Arbeitstag von dir aus? Ja, die Tage gleichen sich niemals. An jedem Tag passiert wirklich vieles Neues und anderes, auf das man meistens spontan und auch sehr schnell reagieren muss. Aber die grundsätzliche Arbeit ist, dass wir in einem Büro arbeiten, so wie es in vielen anderen Bereichen auch ist. Und dort empfangen wir alle Anfragen von Ausstellern und Besuchern. Das ist vieles per Telefon und per E-Mail. Und dann gibt es natürlich viele Momente in diesem Agritechnikerjahr, wo wir auch unterwegs sind, um Aussteller zu besuchen oder hier heute zu Gast im Unterrheiner Studio zu sein. Wir haben aber auch andere Termine im Ausland, wo wir auf anderen Ausstellungen andere Ausstellergruppen auch treffen. Und mein persönlicher Tag fängt sehr früh an. Ich bin meistens ganz früh im Büro, um die Ruhe noch zu nutzen, weil dann ab 9 Uhr rufen bei uns im Moment schon die Aussteller an und erkundigen sich, wo ihr Standplatz auf der Agritechnica ist. Denn jetzt geht es in die heiße Planungsphase für die Unternehmen, und das werdet ihr besser beurteilen können, als ich das kann. Jetzt könnte man darüber diskutieren, wann ist ganz früh. Also bei mir ist ganz früh um 6 Uhr, da bin ich im Büro, aber über das, denke ich, sprechen wir jetzt nicht. Eins fällt mir noch auf. Als wir beide uns das erste Mal gesehen haben, vor ein paar Jahren, war ich überrascht. Jetzt steht mir eine Messeleiterin gegenüber, der wichtigsten Messe, der größten Messe in der Branche, und die ist total jung. Die könnte, ja, meine Tochter sein. Wie schafft man sowas? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt kein Rezept dafür, sondern einfach viele glückliche Fügungen sozusagen. Ich habe meine Ausbildung schon sehr darauf ausgerichtet, Messemanagement zu lernen. Das kann man an einer Hochschule mit einem Praxispartner zusammen. Das heißt, ich habe schon immer etwas mit Messe zu tun gehabt. Und da mein familiärer und privater Hintergrund ein landwirtschaftlicher ist, lag es auf der Hand, dass die DLG ein super Netzwerk bietet, um sich dort zu engagieren. Und ich bin vor 5 Jahren zur DLG gekommen und hatte dann das große Glück, gleich dieses tolle Projekt machen zu können. Und ich denke mal, viel Fleiß und Präzision braucht man, um dieses Projekt ruhig im Fahrwasser bis zum November leiten zu können. Aber da gehört auch ein ganz großes Team dazu, was eine langjährige Erfahrung hat und uns natürlich oder mich persönlich da sehr unterstützt. Und das macht diesen Job oder diese Aufgabe zu einer ganz besonderen, aber ich denke, zu einer, die man, egal wie alt man ist, wie groß, wie klein, wie jung, das kann jeder sicherlich machen, der Spaß daran hat. Danke. Die Agritechnica, ich weiß nicht, ob du das weißt, war für mich oder für meine Firma ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. 1993, da war ja die Agritechnica nicht in Hannover, sondern, aufpassen, die war in Frankfurt. Da habe ich Taifun kennengelernt. Und Taifun ist unser wichtigster Lieferant, unser größter Lieferant. Hätte ich die nicht getroffen 1993 auf der Agritechnica, würde ich vielleicht heute nicht hier stehen, hätte ich vielleicht heute nicht die Firma. Also wie gesagt, Agritechnica und Unterrheiner verbindet, weil hätte es die nicht gegeben, denke ich, würde ich heute nicht dastehen. Ja, liebe Freier, ein herzliches Dankeschön an dich.
Du hast so einen schönen Satz gesagt zu mir, als ich dich angerufen habe, ob du kommst zu einem Interview im Unterrheiner TV. Satz von der Freier von Rade war: Lieber Gerd, in das schönste Bundesland fahre ich immer gerne. Und da hat sie Bayern gemeint. Ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du gekommen bist und eine kleine Aufmerksamkeit. Ah, Dankeschön. Aber ich denke, du bleibst noch kurz bei uns, weil wir haben jetzt ein Telefongewinnspiel. Dann schauen wir einfach mal, wer anruft. Ja, ich denke, wir stellen einfach den ersten Anrufer durch und von mir gibt es dann eine Frage und einen schönen Preis. Jetzt warten wir ganz kurz, die Nummer ist eingeblendet. Schauen wir, wer der erste Anrufer ist. Vielleicht kommt er aus dem hohen Norden, wo die Freier von Rade her ist. Also ich weiß, dass sie aus der Ostsee kommt. Nicht aus der Ostsee. Dann wäre ich ganz. Dann wäre ich nicht hier. Nee. Schauen wir, die Nummer ist eingeblendet. Ich denke, das wird nicht lange dauern. Wir werden drei Anrufer live durchstellen. Die bekommen dann von mir eine Frage. Beantworten sie die Frage richtig, gibt es einen Preis. Ich höre noch nichts. Hallo, grüß Gott. Ja, grüß Gott, da ist der Gerd Unterrheiner. Wer sind Sie? Markus Brüning. Der Markus Brüning, wo kommt der Markus Brüning her? Ja, der kommt aus Münster. Aus Münster-Osnabrück? Aus Münster-Osnabrück? Ja, genau. Das ist ja toll, dass wir Anrufer auch aus dem hohen Norden haben. Also da sieht man, wo uns zugeschaut wird. Lieber Markus, ich sage das einfach so. Wo fand die Agritechnica 1993 statt? In Frankfurt. Sehr gut, du hast jetzt freie Auswahl von mir. Entweder einen Original-Pfannerhelm, den Protoss-Helm, kostet 200 Euro, verkaufen wir natürlich. Oder ich habe zwei Karten vom FC Bayern gegen den SC Freiburg nächsten Samstag. Markus, was willst? Ich nehme den Helm. Du nimmst den Helm. Die Sarah hat die Adresse aufgeschrieben und der Helm geht dir in den nächsten Tagen zu. Und ich sage ganz, ganz herzlich Dankeschön für den Anruf und viele Grüße zu euch in den hohen Norden. Dankeschön. Servus. Ja, dann schauen wir, ob der nächste Anrufer kommt. Frage hat er natürlich gewusst. Als nächster haben wir dann, wie gesagt, zwei Eintrittskarten für das Spiel des FC Bayern München, den neuen deutschen Meister. Und ich höre gerade, es ist wieder jemand in der Leitung. Hallo? Anscheinend ist niemand in der Leitung, aber das wird nicht lange dauern. Ja, mich freut es natürlich riesig, dass aus dem hohen Norden jetzt ein Anruf gekommen ist. Ich weiß also auch sicher, dass in Slowenien Leute zuschauen. Ich weiß, dass in Frankreich Leute zuschauen. In Dänemark weiß ich, Österreich sowieso und bei uns in Deutschland und dann im sechsten Land Bayern werden sie auch noch zuschauen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Wir haben natürlich nur eine Leitung freigeschaltet, weil wenn ich fünf auf einmal kann ich nicht nehmen und dauert das jetzt ein bisschen. Ja, jetzt höre ich wieder was. Ja, grüß Gott aus der Schweiz. Sie sind aus der Schweiz? Genau. Das ist ja wunderbar. Und wie heißen Sie? Bertram von Zettritz ist mein Name. Und ich rufe aus Zürich an. Ah, das ist perfekt. Also das freut mich wirklich jetzt wahnsinnig. Dass mir auch aus der Schweiz, finde ich ganz, ganz toll. Wie sind Sie, wenn ich fragen darf, auf diese Live-Sendung gekommen? Durch eine Empfehlung Ihres Studiogastes. Oh, Freier, das ist toll. Genau. Die hat da fleißig Werbung gemacht. Und das ist toll. Wo bin ich hier? Dann mache ich jetzt eine ganz einfache Frage. Ja, das wäre super. Wer ist die Messeleiterin der Agritechnica in Hannover? Oh, das ist schwer. Freier von Rade. Tolle Antwort, Dankeschön. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Ich habe die Karten für den FC Bayern, also das sind zwei Eintrittskarten für das Spiel am Samstag. Oder eine Axt von Ochsenkopf. Was ist Ihnen lieber? Ich hätte natürlich sehr gerne die FC Bayern-Karten, bloß am Samstag kann ich nicht. Oder ist das ein Auswärtsspiel? Das ist in München. In München. Dann wir machen das anders, weil Sie aus der Schweiz sind.
Ja? Diese beiden Karten behalte ich mir selbst und ich fahre am Samstag selbst ins Fußball. Ja. Und wir beide sprechen nach der Sendung morgen mal und dann macht man Karten für die neue Saison. Passt es? Das passt wunderbar. Also ich sage nochmal danke, mich freut es wirklich aus der Schweiz. Danke. Und jetzt Grüße unter einer. Tschüss. Und jetzt hofft man, dass ganz schnell der dritte Anrufer kommt. Finde ich natürlich toll von dir, Freier, dass du auch Werbung gemacht hast für die Sendung. Wer war das? Kannst du mir Näheres sagen? Oder hast du den gekannt? Oder? Ja, sehr gut sogar. Ja, das erzähle ich dir danach. Das ist ein Geheimnis. Erzählst du mir danach. Der ist ein treuer AG-Techniker aus Besucher natürlich. Ja. Und den wirst du bestimmt schon mal auf deinem Stand gesehen haben. Könnte sein. Ich kann mich jetzt natürlich vom Namen her nicht erinnern. Ja. Ja, wir sind immer live. Ihr seht, alles ist live bei uns. Live, denke ich, ist das Beste. Es war auch ein Gedanke der Sendung, dass ich oder wir, also meine Kolleginnen, mit euch live sprechen können, dass ihr uns live seht. Ihr seht mein Gesicht, seht ganz genau, wenn ich euch was rüberbringe, ob das stimmt. Aber wenn der Gerd Unterreiner was sagt, dann stimmt es auch. So, und ich höre, es ist der dritte jetzt in der Leitung. Hallo? Ja, hallo? Der Gerd Unterreiner, wer sind Sie? Ja, das ist der Kaiser Jürgen. Der Kaiser Jürgen, den kenne ich. Jürgen, du kriegst da eine ganz einfache Frage. Der Kaiser Jürgen ist Feuerwehrkommandant an meinem Heimatort, also wo ich wohne und wo ich geboren bin. Lieber Jürgen, wir haben ja die Firma in Stammham in Oberbayern gegründet, sind dann nach Niederbayern gegangen. Wie heißt der Ort, wo unsere Firma jetzt ist? Jürgen? Das ist ein Buch. Richtig, Buch in der Gemeinde Julbach. Und du kriegst jetzt von mir auch nochmal die Auswahl, diese Bayernkarten oder die Axt. Bayernkarten, wie gesagt, zwei Stück. Dann hätte ich gerne Bayernkarten. Die bringe ich dir persönlich heute, nein, heute nicht mehr, morgen oder übermorgen vorbei. Also Jürgen, Feuerwehrkommandant von Stammham, wie gesagt, es ist ganz toll, wie das jetzt gelaufen ist. Ein Einheimischer, einer aus der Schweiz und einer aus dem hohen Norden. Und ich kann euch versichern, da war nichts getürkt oder nichts gemacht. Das war wirklich so. Und das freut mich wirklich extrem. Also, danke, Jürgen, servus, wir sehen uns. Ja, liebe Freier, du darfst jetzt gerne noch bei mir bleiben. Unsere neueste Maschine, die wir haben, das ist die Trommelsäge. Es ist vorher mal kurz angeklungen. Die Trommelsäge war eine Idee von uns. Dann haben wir uns gesagt, wir brauchen jetzt einen Lieferanten, der das von uns macht. Es ist natürlich sehr einfach oder sehr gut, wenn wir einen Lieferanten haben, der wirklich unsere Ideen verwirklicht. So nenne ich Zusammenarbeit und da kommt auch was raus, was wir die ersten Monate im Verkauf jetzt schon gespannt haben. Und unser eigenes Videoteam, das Unterreiner Videoteam, mit Florian und der Sandra, haben da ein kurzes Video gemacht über die Trommelsäge. Und ich bitte die Regie, jetzt das kurz einzuspielen. Ja, das war jetzt ein kurzer Einspieler von der Trommelsäge. Ich denke, wie gesagt, ihr könnt auch gerne da mit uns telefonieren. Wir machen auch gerne bei euch eine Vorführung, weil die geht wirklich gut. Ja, es geht weiter. Nochmal im Nachrichtenstudio, da sitzt jetzt die Sarah. Die ist sicher genauso nervös wie alle anderen. Und die Sarah hat jetzt die Unterreiner Termine für euch.
Grüß euch beieinander. Die Ligna, die größte internationale Messe für Holzindustrie, findet dieses Jahr wieder vom 6. bis 10. Mai in Hannover statt. Gerd Unterreiner, Jörg Schmidt und Tamara Seitzel freuen sich sehr, euch an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Vom 30. August bis 3. September sind wir auf einer unserer wichtigsten Messen, die Rottal-Schau in Karpfham, vertreten. Dieses Jahr ist unser Stand erstmals auf dem neuen Freigelände Energie zu finden. Auch auf der Forst und Holz in Chemnitz vom 27. bis 29. September werden wir unsere Produkte präsentieren. Ich denke, auch dies wird wieder eine sehr interessante Messe. Für den 18. Oktober haben wir wieder eine Veranstaltung in unserem Betrieb geplant. Es findet eine Unterreiner Rückewagen Night und eine Pfanner Modenschau auf unserem Firmengelände in Buch statt. Die wichtigste Messe 2013 findet in Hannover statt, die Agritechnica. Hier sind wir in Halle 26 vertreten. Die Agritechnica ist von 10. bis 16. November. Unser Team freut sich über viele Besucher. Die traditionellen Unterreiner Forsttage finden am 30. November und 1. Dezember auf unserem Betriebsgelände statt. Ja, Sarah, hervorragend gemacht, großes Lob. Und die Sarah hat aufgepasst, weil sie hat jetzt gleich den Halle 26 eingebaut in ihre Nachrichten, die wir ja gerade von der Freia von Rade erfahren haben. Ganz persönlich möchte ich euch einladen in dieser Woche zu einer Vorführtour. Unser großer Sattelzug ist unterwegs in dem hohen Norden mit einer Praxistour. Am 23.04. sind wir in Walsrode bei der Agravis, am 24.04. in Bückeburg-Rußbend, auch bei der Agravis, und am 25.04. dann in Basinghausen-Göchse. Da haben wir natürlich Sägespalter von Taifun, Seilwinden von Taifun, die Trommelsäge, Rückewagen, alles dabei. Auch zum 18. Oktober will ich noch einen Satz sagen. Die Sarah hat es gerade gesagt, da werden wir eine Pfanner-Modenschau machen und eine Rückewagen-Night. Und da wird auch wieder eine Unterreiner Livestream-Sendung stattfinden. Wir werden also einen Teil der Modenschau auch live übertragen. Wir haben auch geplant, nach der Rottal-Schau in Karpfham eine Livestream-Sendung zu machen. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie eure Kritik ist. Sollten wir durchwegs gute Kritik bekommen, denke ich, werden wir es auf jeden Fall machen wieder. Aber auch wenn die Kritik kommt, die wir uns auch erwünschen, weil wir wollen ja besser werden. Wir wollen das im nächsten Jahr oder nächsten Sendung noch besser machen. Und darum hoffe ich wirklich, dass ihr alle, die jetzt zugeschaut habt, uns ein Feedback geben. Das Feedback könnt ihr uns geben auf Facebook, was mir natürlich auch freuen würde, wenn ihr Gefällt mir drückt. Oder natürlich auch per E-Mail. Ja, jetzt von meiner Seite zum Schluss ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns nicht blamiert haben mit der Sendung. Und ein Dankeschön noch an dieser Stelle an alle, die mitgewirkt haben. Egal, ob meine drei Nachrichtensprecherinnen an das TV-Studio, wo wir jetzt sind, ihr habt das alle toll gemacht. Wir haben wirklich in einer Einheit, in einem Team haben wir das gemacht. Und das, glaube ich, ist im ganzen Leben wichtig. Einer allein ist nichts. Nur im Team, nur gemeinsam sind wir stark. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Pfiat euch, Servus, euer Gerd Unterreiner.